Wir haben diesen Elmau-Zirkus gehabt, ich glaube zum zweiten Mal bereits. Und ich saß da vor dem Fernsehen, schaute hin und dachte, das ist ja wie früher im Kommunismus. Die Leute treffen sich, sind alle einer Meinung. Und wie üblich bei solchen Veranstaltungen wird das Schlusskommuniqué schon am Anfang verfasst. Und zwar nicht von den Teilnehmern, sondern von den sogenannten Sherpas, die den Leuten zuarbeiten. Dieses Elmau-Spektakel hat 166 Millionen Euro gekostet, was eine unglaubliche Summe ist. Aber für andere ist es Peanuts. Wenn wir den Chinesen 450 Millionen Euro Entwicklungshilfe schicken, dann sind 160 Millionen Euro wirklich nicht so viel. Es waren 18.000 Polizisten unterwegs. Die Leute in der Gegend haben sich beklagt, weil das ganze Leben zum Stillstand kam. Ich finde, so ein G7 ist schon was Wichtiges. Ja. Ich bin auch der Meinung, G7 muss einfach sein, bin ich total Ihrer Meinung. Einfach mal ein bisschen, auch wenn es nur die Bauchmuskeln von Johnson sind, aber irgendwie ein paar Muskeln muss man schon mal zeigen. Ja.